Es ist noch gar nicht so lange her, da galten solche Begriffe wie Goldilocks-Szenario für die Aktienmärkte, also beste aller Welten, oder TINA, There is no alternative to stocks, nämlich gemeint, also für Aktien keine Alternative. Ist noch gar nicht so lange her, wie gesagt. Sogar im November hat man all diese Dinge noch gesagt. Noch im Dezember, ab Januar wurde es dann ein bisschen schwieriger. Grund war der monetäre Klimawandel, vor allem eingeleitet und vorangetrieben durch die US-Notenbank Fed. Jetzt dagegen sind die Aktienmärkte gewissermaßen in einer Zange, und zwar von zwei Seiten. Welche Seiten das sind und warum wir heute einen doch relativ unschönen Abverkauf erleben, versuche ich in diesem Video ein bisschen darzustellen. Ja, scharfe Preiskorrektur bei Bullen, so berichtet Agrar heute. Der vielleicht beste Börsenbericht des Tages, könnte man sagen. Rinderpreise fallen deutlich, oder die Preise für Rinderwaren fallen deutlich, könnte man vielleicht sagen. Aber der erste Grund ist das, was die Märkte gestern nicht so richtig verstanden hatten, was ich heute versuchte im morgendlichen Videoausblick zu thematisieren. Wir hatten gestern eine Art Paul-Volcker-Moment bei Jerome Powell. Damals Paul Volcker in den 70er Jahren: Ich werde die Inflation runterbringen, koste es, was es wolle. Und es hat viel gekostet. Die Inflation war so hoch, dass Volcker dann die Geldmenge einschränkte, die Zinsen massiv anhob und die US-Wirtschaft dadurch in eine Rezession fiel. Auch die Aktienmärkte und die Wall Street waren natürlich nicht begeistert, aber er hat das Ding durchgezogen. Und was Paul gestern gesagt hat, das ist eine Art Paul-Volcker-Moment von Jerome Paul, könnte man sagen. Denn das war an Eindeutigkeit nicht zu überbieten, aber vielleicht von den Aktienmärkten nicht ausreichend verstanden. Er hat gesagt, was wir unbedingt brauchen, ist, dass die Inflation nach unten kommt, und wir werden so lange daran arbeiten, we keep pushing until we see that, so lange bis das wirklich passiert. Und wenn es sein muss, werden wir auch die Zinsen über die neutrale Rate anheben. Also richtig die Wirtschaft einbremsen, richtig den Konsum, die Nachfrage einbremsen. Das kann man nicht klarer formulieren. Wir werden alles tun, bis wir unser Ziel erreicht haben. Inflation als oberste Priorität. Da gibt es nichts drüber und nichts drunter. Dementsprechend natürlich der Fed-Put, also der Glaube, dass das Sicherheitsnetz der Fed ganz eng unter dem Popo der Aktienmärkte gespannt ist, ein bisschen natürlich in Zweifel gestellt jetzt. Ja, wenn die Fed fertig ist, dann werden wir ungefähr das Ganze so darstellen können. And so, kids, when the Fed finally managed to beat inflation, that's how we ended up there. Also, da ist dann wieder ein bisschen, ich sag mal, weniger Komplexität angesagt, aber das ist ja auch schön, gell? Damals waren die Leute glücklicher und gesünder bestimmt, ne? Also damals, als man noch hinter Tieren herjagte. Jetzt kommt das zweite Problem, meine Damen und Herren. Das moderne Tier, nämlich der moderne Konsument, insbesondere in den USA. Und dieser Konsument in den USA, der bringt mehr Umsatz auf die Waage, als die Chinesen an Wirtschaftsleistung in einem Jahr erzeugen. Also 17 Billionen etwa der Konsum in den USA, 16 Billionen das BIP in China, so um und bei. Hier sehen wir mal, warum jetzt die Geschichte ein bisschen schwierig ist. Target, ein großer Einzelhändler in den USA, ist heute regelrecht abgestürzt, oder die Aktien sind regelrecht abgestürzt, weil das Unternehmen gewarnt hat vor massiv gestiegenen Kosten, dementsprechend Margendruck. Und alleine in dem Earnings Call, also in dem Call mit Analysten, hat der Chef oder der COO von Target dann gesagt, alleine die Transportkosten für dieses Unternehmen steigen in einem Jahr um 1 Milliarde Dollar. Das muss man sich mal vorstellen. Janet Yellen hat heute gesagt, ja, die US-Haushalte sind in good shape, sind im guten Zustand, die haben Geld auszugeben. Dazu passend dieser Tweet. Und dann haben wir ihnen gesagt, dass der Konsument wirklich stark ist, und die lachen sich tot. Warum das der Fall ist, können wir vielleicht aus den Aussagen des Target-Chefs hier mal rauslesen. Hier sehen wir nochmal den dramatischen Absturz. Stärkster Absturz seit 1987 für die Aktie. 25% geht es nach unten. Unexpectedly high costs resulting in profitability that came in well below our expectations. Also alles viel, viel schlechter als erwartet. Und warum das der Fall ist, das hat gestern der CEO von Walmart gesagt, die ja gestern ihre Zahlen berichtet haben. Target war heute, gestern Walmart, und auch die Walmart-Aktie abgestürzt. Dazu gleich mehr. Der Inflationsdruck hat dazu geführt, dass die Amerikaner gezwungen waren, mehr Geld für Essen auszugeben. Also haben sie
Ausgaben für andere Dinge, etwa Kleidung oder Möbel, alles, was man jetzt vielleicht nicht so super zwingend ganz schnell braucht, das haben die zurückgefahren. Das ist also das ganz große Problem. Consumers are pushing back, so auch der Chef von Target. It could be a situation where consumers are paying, we are not going, wo die Konsumenten sagen, wir werden nicht höhere Preise bezahlen. Also das ist genau der Punkt, das war nicht der Target-Chef, sondern Morgan Stanley's Andrew Slimmen, der das sagt. Also es kommt der Zeitpunkt, wo die Konsumenten sagen, ich kann nicht mehr, ich habe nicht mehr Möglichkeiten, jetzt diese Preisanhebungen der Unternehmen mitzugehen, also kaufe ich das Zeug nicht mehr. Und das ist die große Gefahr für die Unternehmen, das heißt, sie haben höhere Kosten, können aber auf der anderen Seite die Preise, die Verkaufspreise nicht mehr anheben, weil die Konsumenten es nicht mehr können. Und das bedeutet faktisch, das geht direkt in die Marge, die Gewinne werden sinken und dann stellt sich die Frage der Bewertungen. Und das ist eine Art umgekehrtes Goldilocks-Szenario, könnte man sagen. Das ist genau das Gegenteil. Dann haben wir nämlich mit der Situation zu tun, dass die Gewinne und Umsätze der Unternehmen fallen und damit sich eben diese Bewertungsfrage stellt. Hier sehen wir nochmal die dramatischen Verluste, auch Walmart gestern ja so stark gefallen, wie seit 1987 nicht mehr, in diesem 1987er Crash. Und Carl Quintanilla von CNBC sagt ja, es gibt kaum Firmen, die so in die US-Wirtschaft eingewoben sind, wie eben Walmart und Target. Und wenn die diese Probleme haben, dann werden alle anderen oder fast alle anderen Probleme, Unternehmen in den USA auch diese Probleme haben. Und das bringt genau das auf den Punkt. Und das hat die Wall Street jetzt ein bisschen geschnallt. Erstens, dass wir bei der Fed und Jerome Powell jetzt eine Art Paul-Volcker-Moment haben. Bekämpfung der Inflation, koste es, was es wolle. Und zweitens jetzt, die wunderbaren Zeiten der weiter steigenden Gewinne der Unternehmen sind vorbei. Das ist Geschichte, denn die Inflation frisst jetzt die Margen auf, weil die Konsumenten nicht mehr mitkommen. Hinzu, das, was die Laune dann auch nicht verbessert hat, schon im asiatischen Handel, dass Chinas Smartphone-Hersteller wie Xiaomi gesagt haben ihren Zulieferern, ja, wir werden weniger jetzt Smartphones produzieren, etwa 20%. Das heißt, wir sehen dann auch einen Rückgang der Wirtschaftsleistung, auch durch den Lockdown. Die Auswirkungen des chinesischen Lockdowns, die werden wahrscheinlich erst in 1 bis 2 Monaten so richtig greifbar sein. Und die globalen Fondsmanager, die hier von der Bank of America befragt werden, die haben jetzt so negative Erwartungen für die Wirtschaft, nämlich, dass die Dinge hier wirklich schnell abbremsen, wie eigentlich noch nie zuvor. Wenn wir jetzt all das mal zusammennehmen, dann hat natürlich Jim Cramer, der Börsenclown von CNBC, wieder genau den Nagel auf den Kopf getroffen, indem er gesagt hat, ich erwarte eine richtig starke Rallye am Freitag, wenn es gute Nachrichten gibt von den Retail Giants, also von Unternehmen wie Target und Walmart, und die waren ja richtig gut, und China, die waren auch super. Also Jim Cramer ist der perfekte Kontraindikator. Da gibt es ja viele, die schon ein inverses ETF fordern von den Empfehlungen von Jim Cramer, denn er liegt in der Regel komplett daneben. Wir sehen jetzt schon am Marktgeschehen, wenn wir uns die Geschichte mal ein bisschen genauer anschauen, haben wir eine Rotation raus aus Zyklikern rein in defensive Werte. Das ist ein Signal dafür, dass die großen Player am Markt skeptischer werden, eine Rezession erwarten, und wir sehen auch, die Inflation Expectations gehen jetzt nach unten dieser befragten Fondsmanager. Klar, wenn jetzt die Wirtschaft wirklich runtergeht, wenn die Unternehmen irgendwann aufgrund des Kostendrucks vielleicht auch anfangen, Arbeitskräfte zu entlassen, noch ist der Arbeitsmarkt ja sehr heiß, aber das wird nicht ewig so bleiben, ist ja ein nachlaufender Indikator. Dementsprechend wird der Konsum weiter eingebremst und dann zack, kühlt die Wirtschaft deutlich ab, und dann geht man eben in defensive Werte. Das macht durchaus Sinn. Insgesamt ist dieses Prinzip TINA, there is no alternative, ad absurdum geführt. Jetzt alleine schon durch den Anstieg der Renditen in den USA etwa und andernorts auch, die 10-jährige US-Staatsanleihe, die hat heute wieder die 3,0% Marke erreicht, ist dann im Verlauf des Abverkaufs an den Aktienmärkten als sicherer Hafen dann auch wieder ein bisschen runtergekommen. Aber man ist hier deutlich, deutlich höher als die Dividendenrendite im S&P 500. Also da ist eine Alternative, die ist so gut jetzt wie seit dem Jahr 2010 nicht mehr. Und ja, wir haben einen Abverkauf, und das, obwohl natürlich eine bärische Stimmung ohnehin schon da ist. Wir sehen jetzt die großen Fondsmanager so untergewichtet wie seit Mai 2022 oder wie schon das letzte Mal eigentlich im April 2020. Aber davor
Eigentlich nur in der Finanzkrise war das noch krasser. Jedenfalls fragt man sich, wo ist der Fed-Put? Wie tief ist der? Wann wird die Fed eingreifen? Und ich denke, dass nach dem gestrigen Aussagen von Jerome Powell dieser Paul-Volcker-Moment zu einem noch viel niedrigeren Fed-Put-Level führen wird. Also, dass wir möglicherweise eine Fed haben, die sehr, sehr lange zugucken wird, bis da mal vielleicht eine Reaktion kommt im Sinne von, wir werden jetzt vielleicht doch nicht so krass die Zinsen anheben. Schauen wir uns jetzt mal die charttechnische Lage an. Hier Nasdaq 100, da hatte ich heute Morgen schon betont, wir müssen über diesen Widerstand rüber, so um und bei 12.550 Punkten. Da hatten wir 1, 2, 3, 4 Tops gemacht. Dann gestern scheinbar diese Bewegung drüber hinaus. Da scheint der Widerstand gebrochen zu sein, da sind wahrscheinlich einige draufgesprungen und jetzt dieses böse Erwachen, das erwischt die natürlich komplett auf dem falschen Fuß. Und auf dem falschen Fuß ist auch heute mein 26-bester Freund Elon Musk erwischt worden, denn die Dow Jones Indizes haben gesagt, sie werden Tesla aus diesem ESG-Index, S&P 500 ESG-Index rausschmeißen. ESG, ja, diese Nachhaltigkeitsindizes, grüne Indizes, wenn man so will. Und man zitiert hier oder führt hier an bei S&P, dass praktisch hier diese Probleme und der Umgang mit den Problemen mit dem Autopilot bei Tesla hier nicht so richtig toll sei. Elon Musk hat sich dann deutlich beschwert und hat gesagt, ja, Exxon, dieser Ölkonzern, ist unter den 10 besten Firmen in Sachen Umweltschutz. Das könne doch nicht sein, während Tesla es nicht mal in diese Liste geschafft habe. Die Tesla-Aktie heute auch deutlich unter Druck, knapp 6% im Minus. ESG ist ein Scam. Naja, vielleicht ist auch Tesla ein Scam. Denn es ist ja so, diese ganze Elektromobilität ist in der Summe nicht wirklich viel besser als diese fossilen Energieträger. Nur fällt der Dreck woanders an, während wir hier mit Benzin an unsere eigene Luft verpesten. Dann sorgen eben diese Batterieherstellung, die hochtoxische Elemente enthält, eben zum Beispiel in Afrika oder in Südamerika, dafür, dass die Leute, die das abbauen, die Probleme haben und nicht wir. Hier ist die Luft dann sauber, aber die Probleme haben die anderen. Das ist das eine. Und das zweite, was ich bei Elon Musk nicht verstehe, er betont immer wieder, dass die große Gefahr überhaupt sei, dass die Menschheit schrumpfe. Dabei ist doch das Beste, was, wenn man wirklich umweltfreundlich argumentieren würde, das Beste für diesen Planeten wäre in Sachen Umwelt, dass es weniger Menschen gibt, dass diese Erde nicht so überbevölkert wäre, denn diese Überbevölkerung schafft ja letztendlich diese Probleme. Die Leute wollen konsumieren, die Leute produzieren Abfälle. Das ist natürlich dann die logische Folge. Also das ist schon natürlich wieder eine lustige Geschichte, aber es zeigt, dass möglicherweise der gute Stern, der permanent steigende Stern von Elon Musk jetzt nicht mehr steigen wird. Auch vielleicht, weil der US-Konsument insgesamt schwächer wird. Hatzius von Goldman Sachs, der mit einem herrlichen deutschen Akzent immer spricht, hat das nochmal auf den Punkt gebracht. Die US-Konsumenten sind ohnehin schon massiv gehebelt. Und jetzt die Inflation macht ihnen den gar aus. Die können jetzt gar nicht mehr auf Ersparnisse teilweise zurückgreifen, sondern sind ja ohnehin so aufgestellt gewesen, dass sie ihre höheren Kosten durch Inflation, durch neue Kredite versucht haben zu kompensieren. Genau das zeigt hier die untere Grafik, das Kreditwachstum, Consumer Credit, Year over Year. Mein Kollege Wolfgang Müller hat darüber einen hochinteressanten Artikel geschrieben. Wirtschaft und Inflation in den USA. Der Konsum ist das Zünglein an der Waage. Ein Artikel, den ich Ihnen anempfehlen möchte. Dann vielleicht noch wichtig insgesamt zu verstehen, die noch intakte Blase ist der US-Immobilienmarkt. Hier sehen wir, dass die MBA Mortgage Applications, also die Hypothekenanträge, jetzt deutlich zurückgehen. Auch heute Baubeginne, Baugenehmigungen eher schwach und wir sehen, dass natürlich die Hypothekenzinsen jetzt in Richtung 5,5% laufen, mit schneller Geschwindigkeit gestiegen sind. Das bringt viele in die Bredouille und das gilt auch für Kanada, wo der Immobilienmarkt noch blasiger daherkommt. Die Preise in Kanada sind noch stärker gestiegen als in den USA. Hier die zweite Artikelempfehlung meines Kollegen Hannes Zipfel. Immobilienpreise in Kanada fallen, warum die Blase jetzt platzen könnte. Und das sieht ganz danach aus. Und wenn wir jetzt nochmal zur Eurozone kommen, also zu uns, dann sehen wir hier, die Inflation Surprise Indizes sind in der Eurozone so krass nach oben geschossen wie nirgendwo anders sonst. Und da denken sich viele, ja gut, dass wir die EZB und eine Frau Lagarde haben, genau. Während hier
schon in Medienberichten sind, Armut gefährdet unsere Demokratie, weil viele Leute sich die Preise in den Supermärkten nicht mehr leisten können. Da twittert Frau Lagarde als EZB-Chefin über Homophobie, Biphobie und Transphobie, kann man ja alles machen, aber das ist eigentlich nicht die Kernaufgabe der EZB, sich um so etwas zu kümmern, sondern die Kernaufgabe ist Preis- oder Geldstabilität, Geldwertstabilität, das ist in den Maastrichter Verträgen verankert. Also sollte sie doch erstmal ihren Job tun, bevor sie sich um andere Dinge kümmert, die vielleicht auch wichtig sind, aber eben nicht in den Aufgabenbereich der EZB fallen, um es mal ganz klar zu formulieren. Und darüber hat mein Kollege Georg Habe nicht einen wunderbaren Artikel geschrieben, als dritte Empfehlung, die ich Ihnen hier geben möchte. Christine Lagarde, Love is Love statt Bekämpfung der Inflation. Während die Inflation der Lebensmittelpreise Schockwellen auslöst, denkt EZB-Chefin Christine Lagarde über schönere Geldscheine nach und gesteht, Love is Love. Also diese drei Artikel zwingend empfohlen, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste und sage Servus und Ciao.